Okay. Wir brauchen Hinweise. Gib uns Hinweise. Wo ist Jakobs Schwester Eva? Keine Sorge, der Teufel, er steht für eine Lebenssituation, die sich in ein Gefängnis entwickelt hat. Zum Beispiel. Aber ich lese das besser nochmal nach. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir lassen das lieber. Gleich. Beachten Sie, welche Frage Sie gestellt haben und interpretieren Sie gemäß dieser. Okay. Wo ist Eva? Denken Sie nach. Fällt Ihnen irgendwas ein zu Teufel oder Dreizack? Vielleicht ein Fluss, der sich in drei Arme teilt. Oder ein Wahrzeichen einer Stadt. Oder ein Ort, der nach Teufel oder Dreizack klingt. Du hast doch vollkommen aus der Luft gegriffen. Totaler Humbug. Nein, das ist es nicht. Sie sind der Fragesteller. Ich bin doch bloß das Medium. Also es muss sich um irgendwas handeln, was Sie gesehen haben oder was Sie kennen. Denken Sie nach. Nichts. Das war's. Ich gebe auf. Es tut mir leid. Ich kann einfach nicht mehr. Es tut mir leid. Schon seit fast einer halben Stunde. Ich glaube, sein Handy steckt immer noch in der Außentasche. Ich muss es jetzt einfach versuchen. Jetzt oder nie. Saalfeld, ist mein Sohn noch im Büro? Nein, danke. Und was hat die Polizei gesagt? Sag mal, weißt du das? 20.000 Euro. Lass mich raten, die Telefone laufen heiß. Alles Trittbrettfahrer und Spinner. Hast du eine Ahnung, was du deinem Sohn damit antust? Jedes Mal eine neue Hoffnung, jedes Mal wieder eine Enttäuschung. Ich habe nachgeschaut. Dieser Ort ist ungefähr 20 Kilometer von Straßburg entfernt. Ich fahre gleich los. Hast du es Papa schon erzählt? Robert, ich habe dort angerufen. Es gibt keinen Supermarkt mit einem Parkplatz. Es ist ein ganz kleines Dorf. Und eine Frau Dupont ist auch nicht bekannt. Diese Frau hat gelogen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir besser keine Anrufe mehr entgegennehmen. Polizei will nicht mehr suchen? Weil sie trotz allem davon ausgehen, dass Eva ertrunken ist. Sie sagen, es gibt sogenannte Kältezellen, die die Leichen erst nach Tagen wieder freigeben. Unbekannt. Komm, drück weg.
Bernhard hat recht, du machst dich nur verrückt. Saalfeld? Robert! Eva?